Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu meinem 25. Part von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap für den Game Boy Advance. Wir haben das letzte Mal viel Zeug unternommen, heißt eigentlich gar nichts, da wir auf Büchersuche sind für die Bibliothekarin. Und während ich hier seit dem 24. Part so ein paar Stunden Pause gemacht habe, sind mir da einige gute Ideen gekommen. Und zwar haben wir ja in dem letzten Dungeon die Maulwurfsklauen-Dinger bekommen. Moment, ich bin gerade ganz kurz abgelenkt. Ich muss eben mein Headset mal... Oh, das hat so nicht funktioniert. Maulwurfsklauen bekommen. Und ich habe da so eine Idee, auch was diese komischen Durchgänge angeht, auf die wir die ganze Zeit getroffen sind, mit denen ich bisher nichts anfangen konnte. Vielleicht sind das ja hier Durchgänge, wo man sich durchgraben kann. Aber das werden wir gleich mal sehen. Jetzt holen wir erstmal hier die Klauen raus. So. Wie man vielleicht wieder merkt, ich bin nicht mehr so verschnupft wie das letzte Mal. Mir geht's eigentlich wieder recht gut. Und schauen wir doch einfach mal. Okay, ich glaube, das haut so nicht hin. Aber ich bin noch nicht am Ende. Weil wir müssen immer noch zum Haus des Bürgermeisters. Und da spielen wir auf unserer lustigen Flöte und fliegen doch einfach mal zum Hyliasee. Yo! Und ich kann mich nämlich so vage dran erinnern, dass wir hier irgendwo ein Schild gefunden haben, wo drauf stand Haus des Bürgermeisters. Und das werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen suchen. Mal schauen, ob ich da nochmal fündig werde. Heißt mal schauen, ob ich da dieses Schild nochmal finde, aber ich glaube, das war hier über den Fluss. Also, wie sind wir da nochmal hochgekommen? Das letzte Mal habe ich es doch auch geschafft. Ah, und noch was. User, Gott, ich habe den Namen vergessen. Das tut mir sehr leid, wer auch immer mir diesen Tipp gegeben hat. Aber er hat gemeint, wenn ich hier dagegen rempel, kann ich diese Bäume hier freischalten. Und damit kann ich mich als Minish durch die Gegend bewegen. Das machen wir jetzt allerdings. Ja, das ist mir doch. Die Kühe sind mir jetzt mal egal. Ist mir jetzt allerdings gerade im Moment ziemlich ralle. So, jetzt schauen wir mal. Das war hier oben, genau. Da brauchen wir unseren lustigen Zauberstab. Rupp, spip, roll, flieg. Jawohl, sehr schön. Und dann gehen wir einfach hier rum. Okay, wunderbar. Und nochmal hier. Wir rollen, wir springen, wir fliegen. Hui. Wir sind so toll. Okay, super. Das war's. Jetzt haben wir den Octorok hier noch weg. Und du da auch. Stirb. Ah! Pfeile können wir auch gut gebrauchen. Und das Herz können wir eigentlich nicht gut gebrauchen. Ich sammel's trotzdem ein. So. Und hier... Ja, genau das war natürlich jetzt geplant, dass ich mir hier selbst das Schild einfach wegballer. Bürgermeister Hagers Haus am See. Da wollen wir hin. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und das war das, was ich gemeint habe von wegen diesen komischen Durchgängen, weil ich habe so das Gefühl, dass wir uns hier durchgraben können. Tatsache. Das ist ja eine lustige Musik. Dödöd. 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 Oh oh, oh oh. Ah, ich hab's gewusst. Hier, friss das. Die sind so auffällig platziert. Den ersten bin ich noch reingefallen, aber danach war alles irgendwie so. So. Ich bin ruhig. Ich hab nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört. So, komme ich da unten irgendwie durch? Nee. Dann kramen wir uns doch einfach hier durch. Grab, 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 grab. Leiter, 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 Leiter. Hyliasee. Schupp, schupp. Hier, bumm, aus. Nix. Dip, dip, dip. Hier ist ein Herzteil, da komme ich aber noch nicht dran, weil ich da scheinbar schwimmen können tun muss. Und da haben wir Hagers Haus am See. Da ist auch schon das Buch, das wir brauchen. Da liegt ein Brief. Notiz von Hager. Meistens hilft es, nach draußen zu gehen und etwas zu rammen.
Ich hätte jetzt fast rammeln gesagt. Ob das uns jetzt natürlich weiterhilft, weiß ich nicht so genau. Aber rammen hilft uns hier in jedem Fall weiter. So, und können wir da jetzt drüber? Ach nee. Staubsauger. Beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Blasebalg. Also eigentlich ist es beides. Ein Staubsauger mit Blasebalg. Ein Staubblasesaugerbalg. So, ups. Da ist auch die Schatzkiste, die wir... Die Schatzkiste, die wir vorhin freigespielt haben. Und da ist ein Glücksfragment drin. Na, super. Oh. Das war jetzt mal purer Zufall. Achso. So, da kann ich runter. Und, das kann ich, denke ich, rüberschieben. Jawohl, sehr gut. Und das schieben wir da runter. Und das war's. Kann ich da runterspringen? Nee, ich muss wieder die Leiter runter. Roll. Da komme ich noch drauf. Sehr gut. Und nochmal darüber. Und den ganzen Weg nochmal zurück. Hui! Ah, Flieger! Bumsen! Geh weg! War aber vorhin nicht da. Ist ja fies. So, und jetzt sind wir hier wieder schön groß. Einmal nochmal umherrollen. Ta-da-da-da! Da steht alles über Masken. Sehr gut. Holen wir uns wieder die Ocarina. Dann können wir uns nämlich zurück nach Hyrule Stadt porten, hoffe ich. Ich sollte dieses Ding wirklich hier öfter nutzen, um meinen Weg hier entlang zu finden. So, Bücherei, da wollten wir hin. Ups, das geht schneller. Ui! Ah, da ist ja das Buch, alles über Masken, lange überfällig. Der Bürgermeister ist so nachlässig. War es nicht sehr schwierig, das Buch zurückzubekommen? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, DK. Nun gut, du warst eine große Hilfe, DK. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrlich tosenden Beifall. Yay, Beifall, Beifall, yay. Jetzt können wir die Bücher im ersten Stock wieder ordentlich hinstellen. Vater Orko, würdest du dich bitte darum kümmern? Ah, das ist Vater Orko, okay. Hier bin ich. Ist schon so gut wie erledigt. Was ist das denn? Wow. Das Bücherregal ist wieder ordentlich. Wunderbar. Sieh dich nur in Ruhe um, Five. Hey, Moment. Huzzah. Und ich wette, da drunter ist ein blauer. Darunter ist ein blauer. Ein grüner. Du hast mich reingelegt, Spiel. So, und schauen wir doch einfach mal. Ho, ho, ho. Alle Bücher sind wieder da. Was für eine Freude. Danke. Bitteschön, alter Mann. So, und dann einmal hier wieder zurück. Wunderbar. Jetzt können wir hier hinaufklettern, lettern. Und hier auch nochmal. Und hier nochmal. Wie haben die Leitern in die Bücher gestanzt? Das ist unrealistisch. Da ist sogar eine Tür in diesem Buch. Der hat sich ein Haus in einem Buch gebaut. Wo gibt's denn sowas? Meine Güte, ist das eine große Feder. Ho, 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 Besuch, eine seltene Ehre. Studios ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam. Oh je, was führt dich zu mir? Hoho, ho, der Tempel des Tropfens, du willst also dorthin gehen? Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Immer mit der Ruhe, stell dich erstmal dahin. Ich stehe doch schon. Hoho, ho, öffne dich, Wunderklappe. Na, danke schön, eine Falltür in einem Buch. Gut gefallen. Also, ich bin gespannt, ob es dir mit meinem Trick gelingt, an das Werkzeug zu kommen. Ah, aua, ich habe mir die Hüfte gestoßen. Oder das Knie. Es tut jedenfalls weh. Dieser Lexter ist mir ein Rätsel. Wie ist der denn in den Tempel des Tropfens hereingekommen? Die Lösung des Rätsels liegt vor uns. Lass uns hineingehen. Okay. Das kann ich. Oh. Oh.
Ah. Dup, 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 dup. Schnecken, 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 Schnecken. Ja, genau. Moment. Ding, 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 ding. Kein anderes Geräusch. Ding, 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 ding. Ah, nee, Moment, das war ja der blaue Pilz hier. Da kann ich ja das hier machen. Fast vergessen. Ist aber auch lange her, seit ich das... nee, eine Fee, die wollte ich mir einsammeln, auch egal. Oh, wer seid ihr denn? Ah! Ups. Die halten ganz schön was aus. Ich hab die doch jetzt mindestens 7 Mal getroffen. 6 Mal. Wow. Da-da-da-da-da-da. Flossen erhalten. Drücke A zum Schwimmen, drücke B zum Tauchen. Na, endlich kann ich schwimmen. Wurde aber auch verdammt nochmal Zeit. Und da haben wir schon einen großen Rubin. Das ist sehr schön. Da brauche ich scheinbar sowas wie Feuer. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Das erinnert mich so stark an Link's Awakening. Oh. Ah, jetzt kann ich sogar als Minish durch Wasser. Das ist ja der Knaller schlechthin. Ist da was versteckt? Nee. So, dann gehen wir doch einfach nochmal zu unserem lieben, wie hieß er? Lextal? Und schauen, was er uns jetzt dazu zu sagen hat und was er zu seiner Verteidigung natürlich zu sagen hat, dass er uns einfach hier hat runterfallen lassen in diese verblödete Höhle, also sowas. Wer macht denn sowas? Kein Mensch. So. Und einmal nochmal hier rein und da steht jetzt ein anderer. Hallo, Achtung, du erinnerst mich an mich selbst, als ich noch jung war. Hm. Du willst Fragmente fallen? Gut, dann wollen wir mal. Das habe ich. Bing, die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Wunderbar. Oh, wo ist denn das? Ist das bei dem Wind, bei dem Windtempel da? Huch. Ja, wer bist du denn? Das hat gepasst. Ich denke, es geschieht etwas Gutes. Ja, was war das denn? Kann ich da runterspringen? Nee, muss ich jetzt den ganzen Weg wirklich einmal zurückrennen? Ah, unglaublich. Aber ich denke, ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Da wir jetzt schwimmen können, kann ich mal da oben einen Ausflug, wo wir vorher da waren, am Schloss Hyrule vorbei, in diesem komischen See. Ich denke mal, da kann ich jetzt hin. Aber vorher sollte ich mich, vergrößern. Whoop. Und nochmal den ganzen Weg zurück. Dup, 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 dup. Pegasus-Stiefel. Ui. Au. Das funktioniert nicht. Und einmal hier rum. Und einmal darum. Und einmal nach rechts. Und einmal nach oben. Ui. Und das gleiche nochmal, weil es so schön war. Aber vorher will ich nochmal ins Schloss Hyrule selbst, weil da haben wir vorhin mit einem Glücksfragment so eine Höhle aufgemacht. Und ich will wissen, was da drinne ist. Was ist da drinne? Ein Herzteil, das ist sehr schön. Herzteil erhalten, jetzt hast du 3 Herzteile, noch ein Herzteil mehr und du kriegst ein Herzcontainer. Und mit diesem Herzteil werde ich jetzt hier einen kurzen Break machen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit allen gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, bitte gut bewerten und bitte viel kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.